richtig die scheiß Dosen. Genau. So, dann mal wieder herzlich willkommen mit dem Ultrakiller und dem Speckbär. Heute mal im Doppel-Yamato. Natürlich ein 10er-Gefecht und dann auch ein richtiges, bitteschön. 8-10er bei den Gegnern, bei uns natürlich auch. Wo fahren wir hin? Also wenn du so lange raten musst, würde ich sagen, wir fahren Richtung C, damit sich das ein bisschen was aufreibt. Meinst du? Ja, so ein bisschen TTV. Okay, dann fahr du nach C, ich fahr nach A. Ne, ich drehe die Türme schon, hast ja recht. Hier drüben bei A geht es meistens nicht gut aus. Ja. Hier nach B reinzufahren, sind wir zu groß, dann kriegen wir so von... Ja, da hätte ich auch mit meiner Moskva fahren können. Derselbe Tarnwert, da komme ich immer noch nicht drüber. Kreuzer hat den gleichen Tarnwert wie die Yamato. Was hat denn deine Yamato? Meine hat 17,5. Richtig, meine auch. Na, ich muss mal gucken, ob ich den Tarnmeister da drauf hau. Ich habe immer noch nicht geguckt, ob ich den Tarnmeister auf der Moskwa habe. Ich glaube zwar nicht. Du Pfeifenwix, vergisst ja auch andauernd die 5% Fahne drauf zu machen. Na, hast du auch recht. Habe ich sie hier drauf? Nee. Ich habe gerade extra rangezoomt. Kein Wunder, dass das so teuer ist. Hast du viel Geld, ne? Wunderst du nicht, warum ich 22 Millionen habe und du 7? Da hinten die Moskwa auf 23,2 Kilometer hat denselben Tarnwert wie ich. Was ist mit der? Hat denselben Tarnwert wie ich. Boah, ah, alles daneben. Jetzt kann ich es mir zusammenreimen. Da ein Treffer, 4-8 auf die Moskwa. Autsch. Oh, das könnte wehtun. 2 Zitadellen, 31.000. Bei mir war es nur eine und ich habe mir die 4-2 dann noch geholt. Das ist ein guter Anfang. Ich habe aber auch gerade drauf gehalten, als du getroffen hast. Also ist schon noch Video. Ja, vielleicht höre ich dann noch den Ton richtig. Ja, du kannst mit so einem kleinen Schiff nicht nur geradeaus fahren und dann auch, wenn du sichtbar bist. Nee, und dann auch so nah an die Gegner ran. Na gut, der hat nicht so viel Reichweite, aber trotzdem. Ja, da muss man halt warten. Müssen wir auch machen. Entweder riskieren wir alles oder ne? Mhm. Drehst du ab? Nee, ich fahr zurück, die schießen auf mich. Achso, ich fahr um die Insel rum und komm dann. Ja, ich komm da auch lang. Ich bin nur ein bisschen zickzack gefahren wegen den Montanas. Was war das denn gerade? Das ist da draußen nicht. Nö. Ich habe Kopfhörer an, im Gegensatz zu dir. Ach so. Es hat sich so angehört, als wäre gerade eine 747 hier übers Dach gerollt. So, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir eindrehen. Was wollen wir gucken? Das Verein drehen hier. Ja.
Mach mal ein bisschen langsamer, dass ich was näher rankomme, oder? Ja, nicht viel, nur ganz, ganz kurz. Weil du brauchst ja auch so lange wieder, bis du Gas gibst. Ja, da ist eine Montana. Eine Montana. Ja, dann können wir Miley Cyrus nämlich zusammen bespaßen. Auf dem Dreckskern hatte ich vorhin Volltreffer, 0 Punkte gekriegt. Was auf deiner. Auf deinem Ami da oder was? Ja, draußen ist es am Gewittern, das ist so am Scheppern. Ah, jetzt, wenn wir im Mond unterwegs waren, war es auch am Donnern. Alles daneben, dann schießen wir mal auf die Moskwa. Alles dahinter. Ende Februar, darfst du mir mal helfen, neuen Computer aussuchen? Ich werde mal gucken, ob ich mir einen neuen hole. So, Moskau, hoffentlich klappt das so gut, wie das bei meiner Moskau auch immer ist. 38.000. Alles an der St. Louis vorbeigeballert. Ist das süß. Ey, was ist denn das für ein Vollidiot? Erst rammt mich der Henry und dann schießt er noch. Vollidiot. Kann er nicht aufpassen mit seiner Nuckelpinne? Ich treffe nichts mehr. Nö, der eine Supertreffer da jetzt gerade. Jetzt ist aber genau nichts mehr. St. Louis. Das nimmt uns echt noch B weg. Los, ach, Platz jetzt ich mich hier fest. Oh. Soll ich dich anschieben? Ja, warte. Oh. Schieben oder nicht schieben? Ja, nee. Ich muss jetzt zurücklegen. Ich komme ganz knapp an deinem Arsch vorbei. Nein! Ich treffe deinen Arsch voll. Ja, weil ich ja ich weiß hier. Ich habe Rückwärtsgang schon drin. Warte, ich versuche jetzt hier gerade schnurstracks wieder rauszukommen. Ich will nicht brennen, bitte nicht. Ich glaube, hinten meine Reifen drehen durch. Ah. Ich hab mich angezündet. Eine der Montanas wahrscheinlich. Nein, die Montana schießt mit AP. Ich glaube, die Yamato war's. Tatsächlich, der schießt echt mich hart.
Der dreht auf dich ein. 1480 auf die Yamato. Klasse. Abbrecher, Abpraller durch. Geht knapp unter dir, ne? Ich kann gleich wieder ein bisschen heilen. Ah, neben der Yamato scheint noch was. Ja, ich werde wohl mindestens einen kriegen. Ja, überdreh nicht. Ja, den kriege ich. Problem gelöst. Penner. Das ist der Penner. New Orleans. Ja, ich bin jetzt gleich raus. Na ja, New Orleans hat mich angezündet. Super. Feueralarm. Ich bin jetzt wirklich nur zweimal. Ja, jetzt sind die sich da hinten mit drei Stück am Knüllen mit der Hindenburg. Ja. Da ist noch einer von abgekratzt. Ja, die ist halt drauf. Ja, das wartet. Aber ja, 100.000 habe ich geschafft. Montana an die Seite. Sag mal, was macht da hinten die zweite volle Mund? Oh. Ah, schnell weg. 118. 78. Ja, die Montana ist weg. Weißt du, denn sowas, wieder oben der Knubbel, das wäre das ideale Team für eine Runde Keks wichsen. Hm. Dann weißt du ganz genau, du kriegst den Keks nicht. Zurückziehen! Wie zurückziehen? Was? Will er sich zurückziehen? Warum zurück? Ah, mit wem bist du dran? Ja, hier, die Monarch, die ist dran, die Des Moines soll zurückkommen. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Noch was Großes, oder? Ist mir egal, können wir jetzt gleich gucken. Fünf zu drei. Super. Verlieren was? Ja. Das war jetzt Des Moines.
jetzt haben wir nur noch die Monarch. Die ist jetzt in 147 Punkten Platz ist verloren. Du bist Zweiter. Ich habe drauf geklickt, aber passiert hier nichts. Ah, jetzt hat es. Du bist Zweiter, ich bin Vierter. Und der letzte Überlebende ist Achter. Super. Nur 71.000 Wiese.